Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von dem Feed the Beast Modpack. Mit dabei ist natürlich wie immer der Tobi. Hallo. Und wir legen hier gleich mal los. Wobei, naja, wir können ja auch erstmal noch mit erklären, was das hier Ganze soll. Also, die erste Session ist ja irgendwann rum gewesen. Das hier ist jetzt schon die zweite. Und Feed the Beast ist eigentlich nur ein großes Modpack halt. Mit vielen, vielen Mods, denn das normale Minecraft wird irgendwann langweilig. Und hier kann man viele neue Sachen machen. Ja, so standardmäßig. Ach ja, und eigentlich sollte hier noch ein episches Intro kommen, aber hier ist, müsstet ihr dann das Ganze euch vorstellen, denn ich hab's nicht so mit Intros. Jedenfalls habe ich keinen Plan, wie man die macht. Ich helfe dir hier etwas. Was? Vielleicht weiß das ja einer von euch und dann kann er so ein episches Intro für mich machen, aber nee, man braucht nicht unbedingt Intros. Ja, jetzt haben wir hier erstmal Holz. Ach ja, und wir benutzen das Direwolf 20 Pack, das neue, mit der Version 1.6.4. Das ist wirklich ganz cool. Also wir benutzen nicht mehr das Ultimate Pack, das ist ja nur noch 1.4.7 gewesen. Und da gibt's jetzt viele, viele neue Sachen. Sonst wäre es ja langweilig, wenn wir wieder das Gleiche machen würden. Ich meine, das meiste davon hatten wir ja schon gemacht. Gut, dann fangen wir hier einfach mal mit den Standardsachen an. Wir machen eine Pickaxe und wir haben hier so ein seltsames Buch dabei. Materials and You. Schauen wir einfach mal rein. Ah ja, gleich zu Anfang. Das hier ist von Timber's Construct oder wie auch immer. Tinkerer's Construct, so heißt das. Das hier könnt ihr euch selber durchlesen und das hier werden wir dann später machen, wenn wir unser erstes Haus haben. Das ist wirklich ein bisschen interessantes Zeug. Habe ich alles schon mal ausprobiert. Ganz cool. So. Ja, ich fäll am besten noch einen Baum. Man kann ja nie genug davon bekommen. So. Also ich hoffe mal, ihr seid jetzt alle zufrieden damit, dass es jetzt wieder hier eine neue Session gibt. Mal schauen. Ich weiß ja selber noch nicht so, was es hier alles an neuen Items gibt. Anscheinend ein ganzer Haufen. Ich habe mir das schon mal durchgeguckt. Es sind deutlich mehr Seiten als im anderen Modpack. Das heißt, es wird viele neue Sachen geben. Gregtech wird nicht dabei sein, dafür eben Tinkerer's Construct. Denn beides zusammen gibt es nicht in einem Modpack. Einfach mal hier die Spawn-Areal betrachten. Wo sind wir hier denn überhaupt gelandet? Ist ein neuer Seed diesmal? Ah, eine Wüste mit einer Siedlung ist schon mal ganz cool. Denn wir sehen neue Bäume. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Dann hier Baumlandschaft. Ist auch ganz gut. Ich denke, hier so eine Baumlandschaft werden wir unser Haus machen. Ja. Wo war denn hier jetzt gleich noch die Minimap? Ah, da. Ganz rauszoomen. Ne, ich sehe jetzt nichts Besonderes. So. An sich eine ganz schöne Spawn-Gegend hier. Mit viel Sand und ist da hinten ein Vulkan oder sowas? Oder wieso ist das da so schwarz? Oder ist das einfach nur Öl? Ja, was machst du so? Ich mache mir gerade Ausrüstung. Ja, ich suche erstmal hier Höhlen. Denn ich will mir erstmal hier wegen Stein besorgen. Ach, da oben ist eine kleine Öffnung. Denn Holzausrüstung, das will man natürlich nicht so besonders. Ah, sieh mal einer an, das Zeug kennen wir ja schon. Da, Stein. Viel Stein. Ach ja, hast du ein Table hier dabei? Würde ich den unten. Oh Mann. Auf jeden Fall Ist hier. der was, ne? Ja, müssen wir halt runterlaufen zum Craften, aber da nehmen wir halt gleich mal genug mit. Mal schauen, ich habe es eigentlich so geplant, dass ich vielleicht ein paar mehr Folgen mache, dafür nur noch so 15 bis 20 Minuten lang. Je nachdem, und dafür dann zwei Folgen die Woche. Aber ihr könnt ja selber mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten sehen würdet. Also mehr Videos, dafür kürzer. Dafür gibt es dann halt auch mehr Verabschiedungen, mehr Begrüßungen. Aber ja. Oder so wie beim letzten Mal nur ein Video pro Woche. Das dann aber 30 Minuten lang. Könnt ihr ja selber entscheiden. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Kupfer. Ja, ganz schönes Cave hier. Es geht nicht besonders viel weit, aber Ganz schönes Cave hier, ja. man hat immerhin schon mal Kohle, Kupfer.
und Das so. Wahnsinns-Cave hier. Man kann ja nie wissen. Und Startausrüstung findet man hier schon mal. Gut, 3, 4 Kohle. Ja, und in dieser ersten Folge, das ist standardmäßig, das ist so eine Art Ritual inzwischen schon. Cobblestone abbauen und Holz abbauen. Das gehört eigentlich dazu, sowas. Müsstet ihr doch eigentlich schon gewohnt sein von Minecraft-Videos. Das ist der Standard. Gut. Standard, ja, natürlich. Dann fangen wir gleich mal an hier mit Cobblestone-Werkzeug. Und werden dann auch gleich auf Caven gehen. Oder bauen wir unsere erste Hütte. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal eine Basis, ne? Ja, wo könnte man das hier so machen? Ich meine, ich hätte ja hier so gedacht, hier in der im Wald. Könnten wir machen, ja. Ja, ich mache mir auch gleich noch ein paar Fackeln, falls die Nacht uns schneller erreicht als gedacht. Das hat sich ja sogar gereimt. Der Wahnsinn. Und mache ich mir von allem mal zwei Dinger. Zwei Dinge mache ich Quasi mir eigentlich auch mal. eine Steinrüstung machen. Nee, aus Stein nicht. Aber ich habe schon rausgefunden, wir haben das Ganze schon mal ausgetestet, dass man aus Holz eine Rüstung machen kann. Wobei ich glaube nur einen Brustschutz, aber. Und das geht auch nur mit den Planks hier. Ich meine mit den Baumstämmen. Aber das ist ganz cool. Nee, die Schuhe genau. Auch? Das stand, glaube ich, in diesem Buchdings da hier. Machen wir natürlich gleich mal ein Wooden Chestplate. Bringt ja unglaublich viel Rüstung. Genau, Ja, stand denn das hier? Das stand hier irgendwo. besser als gar keine. Ja, ich dachte, das stand hier. Ja, hier steht Barrikade, aber mehr nicht. Ja, ich dachte, das wurde da auch mitgezeigt. Wo ist das? Ach ja, und wir brauchen auch Essen. Essen. Ja, wir kommen mal vom Holz für den Äpfel. Ja, aber ich habe noch keinen Apfel, so wie in der letzten Session am Anfang, wo ich so viele Äpfel hatte. Ja, ich auch noch nicht. Ah, hier ist einer. Denn mir fehlen schon 4 Hunger. Ja, mir auch. Und ein halbes Herz. Machen wir uns hier also erstmal eine Holzrüstung. Und dann gehen wir uns eine Bude bauen. Aber nur eine Standardbude. Sie muss noch nicht ästhetisch aussehen. Wir wollen ja hier Action zeigen und nicht ein Let's Build machen. Wie gewisse andere. Nein, ich sag mal nix. Ja. Den kennt ihr alle bestimmt noch. Ja, bestimmt alle. Nein. Aber wollen keine Werbung betreiben hier, weil ihr kennt den sowieso. Nee, nicht alle. Naja. Aber er, ich sage nur so viel, er war schon in ein oder zwei Videos mit dabei. Braucht man auch nicht zu viel verraten hier. Hey, man kann sich eine gesamte Rüstung aus Holz machen. Ja, ich weiß. Man sieht aus wie ein Baummensch. Ich bin ein lebender Baum. Guck mal. Hallo. Ja, jetzt, warte mal. So genial, gib mir auch mal einen Apfel. Da futtert er sie vor mir weg. Toll, jetzt habe ich keinen mehr. Ah, dann klar. Hau mal gleich mal um hier. Komm, wieso kommen hier keine Äpfel? Gibt's doch nicht. Echt schlimm. So, jetzt ist dunkel. So ein Mist aber auch. Scheiße, alle unten sind Wie viel Holz hast denn du noch so? 20 Luchs. Gut, das sollte mal fürs Erste reichen, für ein Haus. Wo wollen wir es denn jetzt bauen? Ich meine, hier in der Hügellandschaft, das gefällt mir jetzt nicht so sonderlich. Und generell müsste man dann ein wenig abholzen. Ich meine, in so einem dichten Wald. Ja, wir können ja einfach irgendwo bauen und dann holzen wir noch mit der Zeit ab.
bist Wollen du wir da eigentlich? oben machen? Ich bin Wo hier bist du oben. eigentlich Ich jetzt bin hier hin? oben. Ach, da oben. So, ich sehe noch keine Monster, das ist ganz gut. Die sind hoffentlich noch alle weit weg. So, also hier möchte ich nicht bauen, da geht es auf beiden Seiten hoch. In den Cave rein mag ich auch nicht Hast du die so. Crafting-Box mitgenommen? Nein. Ja, egal. Kann man sich wieder machen. So, wo gehen wir denn jetzt hier hin? Ich meine, das hier ist ein schönes, großes Areal. Es stehen halt nur viele Bäume im Weg. Du Ja, siehst aus nee. wie ein La Du siehst aus wie ein hüpfender Baumstamm. Ja, du auch. Ja, hier sind so viele Bäume. Ja, die lassen sich doch alle mit der Zeit abholzen. Komm mit rüber, wir machen da unten ein Haus. Wir sollten Hier. vielleicht auch nicht so viel rennen. Na, hier auf dem Berg, ich weiß nicht so, können wir machen. Aber ich hätte ja gedacht, eher weiter unten. Weiß nicht, wo willst du lieber machen? Ah, danke für den Apfel. Hey, nein, wieso habe ich den rausgeholt? Ach so, ich dachte, du hast mir den netterweise hingeworfen. Achtung, da drüben Creeper. So. Wo ist ein Creeper? Hi. Ach, das habt ihr. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist der Morph-Mod. Morph, jetzt kann ich mich in einen Creeper verwandeln. So, Zombies. Jetzt kann ich mich in einen Zombie verwandeln. Also wenn ich jetzt hier die Monster kill, dann kann ich mich in die verwandeln. Ich kill. Oh, so viele Zombies hier. Ach, das ist ein Angry Zombie. Nicht gut. Ach ja, und man kann sich auch in andere Spieler verwandeln. Allerdings werden wir das fürs erste Mal sein lassen. Was hat denn der auf seinem Kopf? Ach ja, das ist dann dieser Heads-Mod. Er hat Karotten fallen lassen. Ich habe 7 Rotten Flesh. So, wo bauen wir jetzt hier unser Haus irgendwo? Hey, hier sind Pumpkins. Hey, wollen wir hier unser Haus bauen neben dem See? Wo ist denn ein See? Oder nein, das ist nur ein Wasserblock. ETF? Neben dem See hier. Da Ja. unten? Nee. Angry Zombies mag ich nicht. Black. Okay. Eieiei. Zombie-Invasion hier. Wo bist du eigentlich? Ah, so viele Zombies. Ich renn einfach mal weg. Ja, schön wär's. Ich glaube, das ist nicht gerade die optimale erste Nacht, aber ich Wo komme zu bist du? dir. Ich unterstütze dich in deinem Kampf. Hey, da vorne. Bärensträucher. Ganz wichtig. Ja, wo bauen wir jetzt hin hier? Ja, Ja, hier hier so. irgendwo ist doch so eine gute Gegend. Mit Bärensträuchern daneben. Mein Schwert ist schon fast kaputt. Zum Glück habe ich zwei Scheiße, ein gemacht. Angry Zombie! Ja, habe ich vorhin auch schon zwei kaputt gemacht. Und ein Zombie noch. Bitte. Cool, Bärensträucher. Alle pflücken. Alle pflücken. Noch mehr Zombies, scheiße. Ah, da war. Du hast dein Schwert weggeworfen. Nein, das Baby sind Zombie. Scheiße! Alter. Verdammt! Der Zombie hat deine Rüstung aufgesammelt. Scheiße. Kommst du dann wieder hier in die Scheiße, Richtung? ich bin wieder tot, Angry Zombie. Ich muss erstmal Hey, regenerieren. Zombies, Hilfe! Verdammt, hier liegt ein ganzes Zeug rum. Hab ein Problem. Hä, hat der eine Zombie so ein Bill und Dings da fallen gelassen? Ach, verdammt. Ach, du kommst in meine Richtung, gut. Mann, der scheiß Zombie da hat dein Zeug. Angry Zombie auch noch. Wow, so viele Zombies. Hilfe. Mein Zeugs. Das hat er an. Und manches habe ich auch eingesammelt. Ah, jetzt ist er tot. Nein, jetzt hat es der andere eingesammelt. Die sammeln es alle eins nach dem anderen. Komm hier Kein zu mir. Schwert. Ich hab kein Schwert. Das müsste hier doch irgendwo liegen. Was ist dann immer? Doch, bestimmt. Ich hau ihn mit der Pickaxe kaputt. Ach, ich habe ein Schwert. Hier, nimm ein Schwert.
verschiedenes Zeug, das ich hier eingesammelt habe, zufälligerweise von dir. So, hier. Was weiß ich. Ja, was weiß ich, mir einfach alles scheiße. Und da vorne liegt noch Zeug. Komm hierher, hier liegt noch Zeug von den Zombies, die es fallen gelassen haben, deine Rüstung. Ah ja, Da. meine Rüstung. Wo ist sie? Da. Ah, da liegt mein Schwert. So, ich denke mal, hier könnten wir es hinbauen. Ja, hier in die durchlöcherte Gegend Nee, hier. hier ist doch schöne Lichtung. Lässt sich bestimmt noch erweitern. Mit Bärenbüschen in der. Nein, nicht kaputt machen. Mit Rechtsklick kannst du doch da die Bären ernten. Macht er die kaputt? Wusste ich nicht, Hast wusste du ich die nicht. eingesammelt? Die müsstest du doch wieder anpflanzen können. Ich habe jetzt so raus, irgendwie. Was hat denn der? Der hat Wolle. Ah, das Oh ist Mann. meine. So. Ja, egal, wir zimmern uns jetzt hier so ein Ach Haus. verdammt. So ein dummes Hack-Hate-Ding. Die Dinger sind übel, die machen so richtig viel Schaden. Und sind auch noch schnell. Oh, Achtung, shit! Zombie! Oh, Zombie. Mit goldener Rüstung. Der hält ganz schön viel aus. Kommen noch mehr? Ich leuchte am besten hier mal etwas aus. Ah, hier ist noch einer. Den wirst du wohl schaffen. Stehen hier überall. Das ist das typische erste Nachtphänomen. Wenn man es nicht schafft, am ersten Tag was zu bauen. Das hat mich angegriffen, was? Greif mir Ein Skelett. an! Ach, da hinten kommt noch ein Zombie. Warum sehen die uns von so weit weg? Jetzt habe ich meine ganzen Fackeln benutzt. Hey, wieso hat's denn nicht zurückgeschlagen? Verdammt, wieso hält er so viel aus? Hilfe! Na also tot. Ich muss regenerieren. Ich baue uns hier so einen Bunker. Verdammt, da kommt einer. Der will bloß mich. Ah, das ist nicht gut, dann kommen die hier nämlich aufs Dach drauf. Aber ich habe eine erhöhte Position, da werde ich sie vernichten. Ja. Ja, und die ganzen technischen Sachen. Ach, noch einer, verdammt. Hilfe. Die Bären wachsen aber recht schnell nach, das ist gut. Brenn, Zombie, brenn. Ja, die erste Nacht ist überlebt. Sehr schön. Es ist wieder Tag. Damit ich mir gerade ein Bett bauen können. Ja. Super. Das Haus ist ein wenig klein geraten, aber es sollte fürs Erste reichen. Ja, so ein Bungalow halt hier. Ja, ich denke mal. Das war genug Action für die erste Folge. Ich baue noch gleich eine Tür. Und dann müsste das schon passen. Ach ja, und der Profi macht auch noch gleich eine Pressure Plate daneben. Profi. Bam, denn wir sind ja Profis. Und tada, was brennst denn du da schon? Ach, dein Porkchop. Mein Leg ich Essen. auch mal meins dazu. So, futter mich noch gesund. Und dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und in der nächsten Folge fangen wir dann mit dem Caven an. Das hier war jetzt die Stadtausrüstung. Dieser Bärenbusch hier ist echt gut. Okay, das heißt, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, für die erste Folge hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, verabschieden Tschüss. wir uns. Tschüss! Tschüss.